Oh, das Mikrofon ist auch kalt. Ja, ich halte es schon was länger, von daher geht's. Und damit herzlich willkommen zur dritten Folge. Dritte Folge. Yay! Wir sind Mutter und Sohn. Man kennt uns schon. Ich bin Noel und ich bin so schnell. Und ich bin Katja und hab 8 Kinder. Muttersöhnchen Podcast. Ja. Es ist nämlich Minusgrade draußen. Heute Morgen waren es -4 Grad. Richtig, jetzt sind es 2 Grad, aber der Bauwagen steht im Schatten. Das heißt, es ist gerade wirklich bibber kalt. Vor allem, wenn man gewohnt ist, eine Fußbodenheizung zu haben. Ja. Und hier kommt man rein und es ist arschkalt auf dem Boden. Wir haben jetzt hier so einen Heizkörper stehen. Ja. Aber wir sind trotzdem in Jacke und haben doppelte Socken an. Den haben eigentlich meine Eltern bekommen, als die Flut war und die Heizung ausgefallen war. Ja. Und jetzt haben wir ihn. Boah, ja, es cool. Ist kalt. Okay, ja. Aber dann gibt es halt so eine Winterjackenfolge. Genau, eine Winterjackenfolge. Ich bin mal gespannt, wie es im Sommer hier drin ist. Ja, das wird auch lustig. Da werden wir uns nämlich abschwitzen. Werden wir Durchzug hier machen müssen oder so. Schauen wir mal. Da haben wir schön die Windgeräusche. Genau. Nee, wir haben unter den TikTok in einem TikTok gesagt, bzw. Kurzvideo gesagt, dass wir 10 Leute grüßen möchten. Mhm. Und ich grüße jetzt Arjo 103, Annes W 77, Knautschi.png, Mauro 8P, Yannick 131369, Freeman, Ruben, Anonymo, User 340 und Marana. Okay, ja. Liebe Grüße gehen raus. Liebe Grüße gehen raus. Und was mir gerade eingefallen ist, was cool wäre, wenn man generell, wenn Leute uns einen Screenshot schicken, wie sie diesen Podcast mit 5 Sternen oder so bewertet haben. Ja. Auf Instagram, und dann grüßen wir eine der Personen in meinem nächsten Podcast. Dann können wir machen. Beschränkt mal irgendwie auch auf 10 oder so, sonst wird es eventuell zu viel. Ich meine so eine Person oder so. Oder drei, Person. Drei? Drei ist eine gute. Drei finde ich gut. Okay. Machen wir 3. Machen wir das so. Weil das ist dann natürlich ein Anreiz. Ja. Damit wir die 4,8 Sterne wegbekommen, sondern das zu 4,9 machen. Ja, das ist nervig irgendwie, ne? Wir hatten mit 4,9 gestartet und irgendwie, das fühlte sich richtig gut an. Vielleicht ist unser Podcast ne? zu schlecht. Meinst du? Nein, sag sowas nicht. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, das lag lieber an unserem TikTok, wo wir, ist egal. Ja, long story short, wir haben ein tolles Thema. Ja, aber erstmal reden wir wieder über unsere letzte Woche. Haben wir das nicht eigentlich immer zum Ende gemacht? Nein, wir haben das letzte Woche. Am Ende gemacht? Nein, am Anfang gemacht. Hä, das war am Anfang? Ja, man redet doch am Anfang über das, was war. Und am Ende redet man über das, was kommen wird. Also sprich über die nächste Woche damit. Jetzt haben wir wieder das Thema Woche. Aber ich muss sagen, ja? Es kommt mir nicht vor, also es kommt mir Ewigkeiten vor, wo wir die letzte Folge aufgenommen haben. So geht es mir so auch. Eine Woche. Ja, und ich finde auch, wenn wir die mittwochs aufnehmen und sonntags geht die ja online, das dauert auch irgendwie so lange. Weil genau. Ich habe die abgedreht und denke, oh, ich will mir die anhören, ich will die anschauen. Und dann dauert das noch so lange, ne? Ja, echt ein bisschen. Weißt du, was ich auch ziemlich blöd finde? Nein. Diese blöden Kissen, die du ausgesucht hast, wo ich gesagt habe, die sind voll unnötig. Die stören nämlich voll, die aber schränken voll den Sitzplatz schön. Ein. Die haben was, ja, weiß ich jetzt aber auch die nicht. Aber die sieht man nicht, wenn du davor sitzt. Ich gebe dir recht, aber so weg ist auch irgendwie... Jetzt hat man noch viel mehr Platz. Ich lasse mich mal drauf ein, ob ich das jetzt gut finde oder nicht. Vielleicht kannst du es ja als Sitzkissen benutzen, bist du auch wieder größer. Oder ich tue die Füße drauf, dann sind die nicht so kalt am das Boden. Das ist eine Option. Ne, oder? So, dann ist man auch ein bisschen... Ja, das finde ich gut. Das ist gut. Ja, halte ich nicht her. Ach, nee, ich mache das jetzt so. Dann ist der Boden nicht so kalt. Kannst du ja als Sitzkissen benutzen, dann bist du wieder so groß wie dein Sohn. Dankeschön. Ja, also wir waren jetzt, oder ich wollte gerne das Intro einleiten, wie denn deine letzte Woche war. Genau. Meine letzte Woche. Schwer. Ja. Trainierspisch in den Arm halten. Ja, nee, ich habe doch hier Armschmerzen, aber ist ja, egal. Okay. Ja. Stimmt, hast du gesagt. Mhm. Letzte Woche ist viel passiert. Das zeigt bestimmt auch, warum es uns so lange vorkommt, dass die letzte Folge. Ja, ne? Das kann sein. Ja. Worte finden. ist viel passiert. Wir waren auf dem Hero-Konzert. Das erste Mal in meinem Leben war ich auf einem Konzert. Es war super cool. Das war dein erstes Mal. War super, ne? Ja, es war schon mega. Vor allem, ich fand auch nochmal schön dieses Gefühl von wegen ohne Maske, ohne die Angst. Kommt man überhaupt rein? Sind wir die Bedingungen anders? Einfach frei sein, unter Menschen sein, in der Masse sein. Das war super, ne? Nee, es hat super Spaß gemacht. Ja. Was so eine Sache, die mir auf dem Konzert aufgefallen ist. Bitte. Wenn es so heißt, so jetzt springt hoch. Ja. Und man springt hoch, man kommt sich voll doof vor. Ja. Oder? Wenn man sich losgelöst von der Masse sieht, also nur sich selber quasi, dann kommt man sich richtig doof vor. Ja, also klar, die ganze Masse springt so. Ja, ja. Aber du bist da, springst so.
Aber vielleicht ist dir das auch aufgefallen, weil du hast ja einen TikTok für mich da gedreht und dann hast du mich ja losgelöst gefilmt und das ja. sah schon... Vielleicht lag es auch daran, dass hinter uns einfach niemand irgendwas gemacht hat, ja, sondern da alle nur hinten, komisch, ne? komisch ja. guckend waren. Ja, ja, das kann natürlich auch sein. Aber also, das ist so ein Ding, was mir aufgefallen ist. Auf jeden Fall war das auf jeden Fall eins der Highlights. Ja, Heike und Roman waren super. Ihr wart super! und... Die 900.000 habe ich auf TikTok geknackt, glaube ich. Krass, überleg mal, du bewegst dich auf die 1 Million zu. Ja, jetzt sind es 1 Million zu. Und es gibt keine Belohnung dafür auf TikTok, ne? Also sprich, ja. kein, also jetzt wie wir, den Play-Button, das war nämlich mein Highlight der Woche, ne? Den konnte ich endlich bestellen auf YouTube Shorts. Da gibt es gar nichts. Aber warte mal, das war auch ein Ding in meiner Woche. Ich konnte auch meinen Play-Button bestellen. Ja, es ist so viel passiert. Ja, es ist sehr viel passiert. Aber lass uns drüber reden. Also, liebes TikTok, es wäre schön, man würde was dafür bekommen, oder? Ja, so ab 1 Million. Ja, ja, also Poster wenigstens. Ein Poster. Chris ist so ein Poster. Chris. Oder so einen kleinen Button, weißt du, nicht so einen Play-Button für die Wand. Ja, aber wofür das denn? So was bringt ihr doch nicht? Nein, Witz. Du willst ja, doch irgendwas aufhängen. Ja, Sparmaßnahmen machen, dachte so ein Teller. Ja. Das ist total unnütz. So ein Mosaik-Teller. Keine Ahnung, irgendwas richtig Dummes halt, keine Ahnung. Aber TikTok, lasst euch doch mal was einfallen für solche tollen Creator, wie Noelle es ist. Ja. Bei 1 Million, finde ich, kann man es auch fehlen nur noch 85.000 oder 86.000. Das ist im Verhältnis nicht mehr viel, nein. Ja, das ist krass. Ja, oh mein genau. Gott. Genau. Mhm. Und du würdest sagen, deine Highlights waren Playbutton bestellen, das ja, Konzert? Ja, wir liegen ziemlich identisch, genau, mit dem Playbutton. Das war für mich ein großes Highlight. Das Konzert aber auch, auf jeden Fall auch. Ja, ansonsten waren irgendwie so viele Sachen, wie du schon gesagt hast. Ich kann aber sonst, ich finde, das sind schon zwei sehr, sehr große Dinge. Ja. Die erlebt ja. man nicht so viel und von da lasse ich es so stehen. Okay. Das war meine dann, Highlights. Dann sind das unsere Highlights der Woche. Richtig. Okay. Wollen wir dann zum Thema kommen, weil ich finde das super cool. Ja, willst du anfangen? Okay, also unser heutiges Thema ist ja so Technik, wie war's in der Antike meiner Mutter? In der Antike? Ich bin mit einer Toga rumgelaufen. Mhm. Und wie ist jetzt in der neuen Zeit? und da fällt mir direkt eine Sache ein, wenn wir ja. hier schon die Kabel haben, Telefone. Mhm. Wie war das früher? Ein spannendes Thema. Also hat man sich dann noch so zugerufen über die Haustür oder also gab es da schon Telefone? Ich muss dazu sagen, ich weiß, ich wiederhole mich. Wir hatten ja noch nicht mal das Auto, das ist irgendwann ein Running Gag. Aber meine Eltern waren grundsätzlich immer so ein bisschen hinten dran. Ja. Also, generell, es gab schon Telefone. Es gab Telefone, okay. Ja. Also ich musste nicht runtergehen zum Münzautomaten, musste dann telefonieren. Es gab Telefone. Und wenn meine Eltern sich durchgerungen haben, irgendeine neue Welle mitzumachen, wobei die dann nicht mehr neu war, dann musste es auch was ziemlich Gutes, Qualitatives sein. Meistens auch was immer, Deutsches ja, natürlich, ne? Ich wollte es gerade sagen. Was Deutsches. Eine deutsche Made Marke. In Germany. Grundig zum Beispiel. Grundig, ne? Das ist eine deutsche Marke. AEG. Das kommt so billig vor. Nee. Also meine Eltern konnten es überhaupt nicht mit den Asiaten, ne? Also das, von sowas wollten die gar nichts haben. Es musste die deutsche Marke draufstehen. Okay, so. Krass. Grundig, glaube ich, ist auch nicht mehr so, ne? Gibt es die Marke AEG, noch? Doch, das gibt es noch ja. so. Das kennt aber, also das kennt man nicht mehr so ich groß. Ich weiß nicht, Siemens, glaube ich, ja auch noch war so, ja, aber ne? das kennt man ja in Haushaltsgeräten viel. Ja, ja, aber ich sag ja, also in allem, was wir hatten, es musste wirklich die deutsche Marke sein, die ja. draufsteht. Naja, und auf jeden Fall waren wir dann irgendwann fortschrittlich unterwegs. Wir hatten dann nicht mehr diese Drehscheibe als Telefon, also beim Telefon. Genau, ne? das ist auch so ein Ding. Das verstehe ich nicht. Wie hat ja. das funktioniert? Ja, du hast den Finger reingesteckt und hast dann einmal rumgedreht und dann hast du losgelassen und dann gab es die nächste Zahl, wo du deinen Finger reingesteckt hast und wieder rumgedreht hast. Hat man ewig ja 10 gedauert. Minuten gebraucht. Du konntest es ja auch nicht verkürzen. Es war ja egal, wie schnell du warst, weil die Drehscheibe hatte ja nun mal ihr eigenes Tempo. Stell dir vor, gehabt, du rufst ne? die Polizei. Ja, und du konntest dich kontrollieren, hast du dich verwählt oder sonst. Also es war schon sehr, aber sehr was, umständlich. Kann es sein, dass deshalb 110 ist, weil das so nah am Anfang und am Ende ist? Ja, ich glaube, das hat eher was mit dem Einprägen zu tun. Ich glaube nicht, weil ich sag mal, jetzt lass mich überlegen, die Münztelefone, da waren da auch Drehscheiben, das kann ich ja gar nicht beantworten. Weiß ich nicht. Nee, ich glaube, da waren Tasten. Oder ganz, ganz frühe Drehscheiben, ich erinnere mich nicht. Aber auf jeden Fall hatten wir dann uns weiterentwickelt zum Tastentelefon. Ja. Und die von diesen berühmten deutschen Marken gab es halt auch immer in diesen Standardfarben. Also du musst mal deinen Papa fragen. Papa hatte dieses Grün, das war so ein ganz, ich weiß nicht, Bahama-Grün, ich weiß es nicht. Es war so ganz auch die Badezimmer, es waren so klassische Farben. Wir hatten aber das Dunkelrot, also so wie hier in etwa, nur nicht Metallic.
Ich habe ein Stück. Nee, alles gut, es läuft nicht, es ist nur so kalt. Es friert ein. Läuft's, ne? Genau, es läuft. Ja, und dann hat man ein Tastentelefon. Und dadurch war es dann auch schneller, weil das, ne, du konntest dann deine Geschwindigkeit. Ja. Aber es hatte ein Kabel. Es hatte ein Kabel und das Blöde war halt, wenn ich mit Freundinnen telefoniert habe, das dauerte. Also ich sag mal so 2, 3, manchmal 4 Stunden habe ich so telefoniert. So lange telefoniert man doch. So lange telefoniert kann. Telefoniert ihr noch so lange, dass niemand telefoniert so lange. Oder wir haben uns seitenweise Briefe geschrieben, die wir uns am nächsten Tag in der Schule gegeben haben. Auch toll, ne? Kannst doch gleich mit denen reden. Sag, komm, wir treffen uns im Park und quatschen 5 Stunden. Das fördert aber die Sprache und die Schrift und überhaupt. Naja, egal. Da habt ihr auch dran gedacht. Ja, komm, wir schreiben uns Briefe, anstatt zu quatschen, weil das fördert die Sprache. Gefunden. Wirklich stundenlang haben wir dann Briefe geschrieben, uns am nächsten Tag gegeben und dann war der nächste dran, der dann einen Brief schreiben musste. Und so ging das ein paar Wochen, bis man keinen Bock mehr hatte. Ja. Wir waren aber beim Telefon. Das stand bei uns im Flur und da schallte es immer sehr, natürlich auf so einem festen Teil, so ein Böckchen mit so einem Höckerchen. Und dann warst du da festgenabelt. Und Gott und die Welt hatte ich gehört. Naja, Gott und die Welt waren meine Eltern und meine Schwester, aber trotzdem, das war ja schon blöd, ne? Also habe ich dann irgendwann angefangen, dieses Telefon in meinem Zimmer zu manövrieren, aber das Kabel reichte halt nicht immer. So, und das heißt, Verlängerungssteckdose. Nein, das nicht. Das ging ja nicht wegen der Buchse. Das musste stimmt, ja in diese Buchse, ne? Aber ich habe es dann in mein Zimmer geschafft, aber dann, wenn ich die Tür zugemacht habe, hing das Telefon wirklich direkt hinter der Tür. Also es durfte keiner die Tür aufmachen. Hey. Dann hat man mich schachmatt gehauen. Genau, und das war eine super bequeme Sitzhaltung. Genau hinter der Tür und dann immer so, ne. Und irgendwann hat meine Mutter sich beschwert, weil die Kabel natürlich gebrochen waren, weil unter der Tür festgeklemmt, ja, weil zugemacht. Ist es dann irgendwann kaputt gegangen? Richtig kaputt nicht, aber es sah dann halt nicht mehr so schön aus. Und dann gab es Ärger, aber gut, okay, was soll's, ne. Und das Telefonieren war schweineteuer. Das ist ja nicht so wie heutzutage, boah, wo du eine Flat hast. Ne? Du hast ja dann irgendwie, haben andere Leute eigentlich noch einen Festnetzanschluss oder sind wir die Einzigen? Wir haben noch Festnetz, aber hier. Also wir haben ja hier dieses WLAN und hier dieses Festnetz, Magenta, tralala, aber Festnetz, alles zusammen in so einem Paket halt drin. Ja. Ne? Ich weiß nicht, haben Leute überhaupt noch ein Festnetztelefon? Weiß ich auch nicht. Aber man braucht ja kein Festnetz mehr. Nö, brauchen man eigentlich nicht. Nee, so Arztpraxen. Praxen. Ja, das also brauchen die ja auch. Ich finde das auch gut, dann habe ich da meinen. Aber ich weiß nicht, ich trenne manche Dinge einfach ganz gerne. So einmal eine Familiensache, das ist so Festnetz, da kann man auf dem AB labern, halt auch so das Heim oder sowas, ne? Oder Ärzte, genau. Aber Heim, also meine Eltern sind an einem Wohnheim, so. Aber das teuer wollte ich erzählen. Das war halt damals nicht, ne? Das ging halt immer nach Minutentaktung. Geht es wahrscheinlich heute auch noch, aber bei der Flat macht es keinen Sinn. Boah, und dann gab es manchmal die spannenden Momente, wenn die Monatsabrechnung kam, ne? Ja, also, was war so die teuerste Monatsabrechnung? Also das Schlimmste, was ich wirklich mal hatte, da hatte ich einen Freund mit 16, der wohnte was weiter weg. Und da war meine Monatsabrechnung, ich glaube, also normalerweise hattest du so 30, 40 D-Mark. Und da waren es 250 Mark fürs Telefonieren. Und da sind meine Eltern ausgerastet, ne? Boah, das musste ich abstottern, ja. Das war echt. Weißt du, was gerade passiert? Was denn? Mein dicker Zeh ist eingefroren. du doch, das Füße unters Kissen. Der verkrampft gleich. Unters Kissen. Dann hast du so das Kissen als Decke quasi, weißt du? So. Und beweg den einfach, bleib in Bewegung. Kann ich nicht, schon. Der ist eingefroren. Da seht ihr mal, was wir auf uns nehmen, um einen schönen Podcast aufzunehmen. Wir haben hier Gefrierbrand. Wird schon. Weißt du, wenn ich hier diesen Kilo stemmen muss, trotz Schmerzen, kannst du auch den abgestorbene Zeh in Kauf nehmen. Passt schon. Ja, härtet ab. Für eine Podcast-Folge. Ja, genau. Also 250 Euro hat es gekostet, ja. Nein, ja. D-Mark in Euro ist anders. Ja, oh Gott, nein. D-Mark, ja. In Euro wäre das? 500, ne? Ja. Nee, Quatsch, 250 Euro. 125 oder nicht? Doof jetzt? Eine D-Mark sind doch 50 Cent. Ja. Ja, wären 125 Euro, das klingt jetzt sehr wenig. Aber wenn man überlegt, man hat so vorher 20 30 bezahlt. Oder 20, 30, 40 maximal im Monat bezahlt und bezahlt dann mal so salopp das Sechsfache, dann tut das schon ganz schön weh. Und es gab auch sehr viel Ärger, ja. Ja. Mein Taschengeld war damit dann weg und viel mehr. Ja. Aber du telefonierst immer noch gern. Ja. Aber nicht mehr so viel wie vor ein paar Jahren. Da bist du nämlich 6 Stunden teilweise durchs Haus gerannt. Früher? Hast du das noch mitbekommen? Vor ein paar Jahren. Echt? Ja, klar. Ja, aber da wart ihr Kinder so klein, ich hatte ja keinen Kontakt nach außen. Das war dann so mein... Isoliert.
Der Film. Ja, ja, ich hatte ja noch nicht so das Handy oder so. Und dann habe ich viel im Festnetz telefoniert, richtig, ja. Aber du telefonierst immer noch gern. Ja, also vor allen Dingen mit meiner besten Freundin, ne? Aber das ist dann alle paar Wochen und dann wird es auch mal so anderthalb Stündchen, genau. Ja, ansonsten hat sich das ja alles so ein bisschen eingegrenzt. Aber ich bin nicht abgeneigt zu telefonieren, da gebe ich dir recht, ja. Aber du ja so gar nicht. Also nur wobei, zum Abklären, es geht. Also vor zwei Jahren hätte ich gesagt, so telefonieren gar nicht. Mhm. Vor allem mit fremden Personen, keine Ahnung, ruf den und den an, ist so über so. Will ich nicht. Ja gut, aber das hat sich jetzt bei dir auch geschäftlich in dem Sinne total geändert. Genau, und jetzt telefonieren finde ich gut, finde ich super. Kann man so schnell Sachen klären. Ist ein kürzerer Weg. Ne? Ja. Ich finde einfach, wenn du eine Nachricht zum Beispiel schreibst oder so, ich weiß nicht, wann liest er das und wann bearbeitet er es. So, es ist ein kurzer Weg, du hast die dran, die kann direkt was zu sagen. Und selbst wenn sie sagt, pass auf, denke ich drüber nach, ich melde mich später. Aber dann weiß ich einfach, sie hat es zur Kenntnis genommen, weißt du? Genau, und man muss nicht so viele Sachen einfach zusammenfassen in irgendwelchen Sprachnachrichten. Sprachnachrichten auch super, finde ich, weil man kann die einfach nebenbei machen. Ja, und auch zu unmöglichen Zeiten, ne? Ja, wenn es dir gerade einfällt und du weißt, die Person kann es jetzt gerade eigentlich gar nicht in Empfang nehmen, aber du hast es schon mal weggeschickt, ne? Ja. Um ein paar Sachen abzuklären, ist Telefonieren schon cool. Ja. Aber auch so länger telefonieren ist eigentlich auch mal cool. Ja, ne? Hast du ein bisschen Gefallen dran gefunden, ne? Ja. Also, ich sag mal so, der Rest bei uns ist eigentlich telefonierfaul. Ich glaube, Aaron telefoniert gar nicht. Ja, wobei, beim Spielen telefoniert er ja auch. Ja. Ja, ist telefonieren. Ja, aber das ist ja eher ich bin beim Spielen und wir unterhalten uns über das, was wir gerade machen. Es ist ja Austausch. Es geht auch manchmal um Gott und die Welt. Ehrlich? Ja. Hörst du mit oder was? Nee, aber ich habe ja früher auch gespielt. Okay. Ja gut, da bin ich raus. Da habe ich keine Erfahrungswerte, ja. Aber ich behaupte mal, das ist ja Multitasking. Du machst ja zwei Sachen auf einmal. Aber machst du das nicht auch, bügeln und telefonieren? Ja, du hast recht. Ja, das mache ich auch. Ne? Ich bin ja nie so, dass ich sitze. Das ist so, glaube ich, auch mein Kindheitstrauma. Ne? Da musste ich sitzen und telefonieren. Du konntest ja wirklich gar nichts dabei machen. Ne? Ja, aber das ist ja so. Ne? Du warst festgenagelt, ob hinter der Tür oder auf dem Höckerchen im Flur. Du konntest nichts anderes machen, als dann da sitzen und telefonieren. Und jetzt steht mir die Welt offen. Mit dem schnurlosen Telefon war es möglich. Ja. Das war wirklich das ist eine geile Erfindung. So ein Ding. Wann kam, kannst du dich erinnern, in welchem Jahr kam für dich das erstmal so, oder hast du davon gehört von so, was waren das dann? Naja, erstmal kamen die schnurlosen Telefone. Das war schon mal der mega krasse. Da hast du dann hier so eine Station im Haus und konntest. Ja, aber die so haben wir ja immer noch. Genau. Ja, so. Und als die rauskam, das musste natürlich das Telekom-Original sein, ne? Die waren teuer. Da habe ich meine Eltern bekniet. Ich habe denen die Vorteile rauf und runter gebetet, wie geil das doch ist, dass sie keinen Kabelbruch mehr haben, dass sie ihre Ruhe von mir haben. Ne? Und ja, auch, dass meine Mutter überall telefonieren kann. Kann es sein, dass Telefonieren wirklich so eins deiner Top-Hobbys ist? Nein. Das vermittelt hier gerade voll den falschen Eindruck von mir. Das stimmt. Also überhaupt. Es kommt nämlich so ein bisschen rüber, als hättest deine ganze Kindheit nur telefoniert. Ich habe halt immer schon gern geredet. Das stimmt. So, und du kannst dich ja nicht immer mit Leuten treffen. Das ist ja einfach auch logistisch nicht immer so möglich. Und dann ist doch Telefonieren eine super Alternative, oder? Das stimmt. Also ich finde das ganz toll. Also Telefonieren ist super. Und dann habe ich die bekniet, auf jeden Fall das schnurlose Telefon und dann auch bitte mit AB, das war nämlich dann richtig geil. AB ist, wo man dran sprechen kann. Anrufbeantworter. Ja. Weil dann konnte ich nachts wegbleiben, bei einer Freundin schlafen und musste ja nicht nach Hause Bescheid sagen, sondern habe einfach auf den AB gesprochen. Super, ne? Aber das hast du dir nicht als Vorteil genannt, oder? Nee, aber ich habe gesagt, wenn mal irgendwas ist und ihr schlaft schon, dann wisst ihr wenigstens, wenn ihr aufwacht und geht zum AB, da ist was. Und das fanden die total vorteilhaft, ne? Weil meine Eltern waren da so ein bisschen kompliziert. Die hatten halt immer Stöpsel in den Ohren, meine Eltern. Das heißt, wenn die im Bett lagen und ich dann angerufen habe, haben die das Telefon nicht gehört. Das heißt, ich konnte sagen, es wird später. Ne? Was willst du machen? Jetzt schreibst du halt eine WhatsApp oder so. Ne? Und dann, als nämlich das Zeitalter des ABs kam. Das Zeitalter des ABs. Begann meine Freiheit. Meine Teenager-Freiheit. Das klingt so episch, aber ist es eigentlich gar nicht. Aber es war unfassbar schön. Das war Freiheit pur, ehrlich. Mhm. Okay, krass. Ja. Und wann war das so mit so Smartphone? Also hast du damals, ich glaube, Apple hatte das erste Touch-Handy so rausgebracht. Nee, du musst ja erstmal anfangen, wann ich überhaupt mein erstes Handy hatte. Ich fand Handys von Anfang an richtig blöd. Wann kamen die eigentlich?
ich weiß nicht, ich war Anfang 20, so um roundabout, also wann war das denn? Mitte der 90er oder was kamen so Handys? Anfang der 90er? Also ich sag mal so, wo ich es jetzt wirklich richtig mitbekommen habe, war so Mitte der 90er, sage ich jetzt mal. Und wieso fandst du die blöd? Naja, weil die Leute, die es besessen haben, sich so unheimlich wichtig vorkamen. Das war ja wirklich was ganz, ganz Besonderes, war ja auch richtig teuer gewesen. Und dann saßen die egal wo, im Bus, in der Bahn und haben telefoniert. Und das in einer Lautstärke, dass jeder mitgehört hat. Und du dachtest, Mensch, du Vollhonk, ne? Mach das doch zu Hause. Warum muss die Welt belästigt werden, dass du hier telefonieren musst? Dass du das... Keine Ahnung. Ja, das war, ich habe es wirklich als Belästigung empfunden. So, ne? Und dann habe ich mein erstes Handy habe ich mir angeschafft. Da war ich, glaube ich, 24. Lass mich mal überlegen. Ist aber sehr viel auch passiert eigentlich knapp hintereinander an neuer Technik eigentlich. Das ging dann ratzfatz, genau. 1999 habe ich mein erstes Handy geholt mit Vertrag. Das weiß ich noch bei D2. Nicht D2. Wie heißt denn das? Wie hieß denn das hier? Mannesmann, Mobilfunk. Wie hieß denn dies? Was? Wie hieß denn das? Weiß ich nicht, ich hab da nicht gelebt. Mensch, jetzt stell dich nicht so an. Ist ja auch egal. Stell dich nicht so an, das heißt, wir wissen können. Genau. Da hatte ich mein erstes Handy, das war halt auch mit Tasten. So. Ja. Und dann habe ich ja deinen Papa kennengelernt, also meinen Mann. Und der hatte noch kein Handy gehabt. Und ich sag, nee, du brauchst eins, weil wir hatten eine Fernbeziehung am Anfang. Ich sag, wenn wir hier auf der Autobahn sind, ich muss dich erreichen können oder du musst erreichbar sein, du brauchst eins. Und dann hat er sein erstes Handy geholt und das war so geil. Das war noch ein relativer Brocken. Ich hatte so ein kleines Zierliches und da konntest du die Antenne ausfahren. Moment, da kann ich noch nicht ran. Da muss ich selber meine Antenne rausziehen. Ich weiß nicht, ob einen Moment, ich hab's bald. Bald kann ich rangehen. Warte mal, das frage ich mich jetzt, hast du denn überhaupt Anrufe empfangen, wenn die Antenne nicht draußen war? Das weiß ich, das musst du deinem Papa fragen, das weiß ich. Das ist aber eine gute Frage. Das war echt ein geiles Teil, aber es war halt günstig und ja, Papa war ja eh nicht so scharf da drauf, ne? Hat's ja nur mir zuliebe gemacht. Wessen Turm ist denn das in der Umgebung? Ach so, das ist eine Handyantenne. Genau, so und du kannst mit denen quasi nur telefonieren und SMS schicken und das war ja auch noch sehr, sehr teuer gewesen. Ja. Ne? Und dann, als wir damals in Mutter-Kind-Kur gefahren sind, da war ich ja mit dir und deinen drei Geschwistern, waren wir ja an der Ostsee gewesen. Und da habe ich gesagt, bevor wir gefahren sind, hör mal, Papa, André, lass uns doch ein, da war das dann schon ein Smartphone? Nee, lass uns ein Fototelefon holen. Also ein Handy, womit man schon mal Fotos machen kann und verschicken kann. Ein Fototelefon. Kann. Heißt das so? Nee, wie heißt denn das? Also mit der Foto. Ja, dass du Fotos verschicken kannst. Das konntest du ja auf meinen ersten Handys noch gar nicht. Da konntest du ja wirklich nur Textnachrichten verschicken. Das ist vielleicht sogar dann schon Smartphone. Nein, das war ja nicht Touch. Ja, aber muss ein. Es war kein. Es ist ja smart. Ja, es ist sehr schlau. Und da hatte ich mir die Hello Kitty Edition geholt. Das war pink und da waren auf den Tasten Hello Kitties. Die war so. Aber da konntest du draufklicken. Das war doch Touch. Ja, aber das war kein richtiges Smartphone. Aber es war Touch. Und es war eine MMS, als du es verschickst. Also man hat ja, ich weiß, aber es war Touch. Und ein paar Jahre vorher wurde das iPhone 1 dann rausgebracht. Ja, gut, kann ja sein. Ja. Ja, und das hat es dann ziemlich lange getan. Richtig, die Fotos waren total Grütze. Es hat auch ewig gedauert, bis sie sich geöffnet haben, wenn du was verschickt hast, wenn sie überhaupt ankamen. Aber das hast du doch damals dann nicht so als blöd empfunden, oder? Weil es war ja, es ging ja nicht anders. Ich war einfach froh, dass ich es konnte. Genau. Und ich hatte aber auch ja nie einen Handyvertrag. Also ich hatte nie Internet gehabt unterwegs. Also ich habe nie mobile Daten gehabt oder so. Ich habe wirklich immer nur telefoniert oder SMS verschickt. Und dann, lass mich überlegen, habe ich mein erstes Smartphone bekommen und zwar von meinem Vater, der ja eigentlich voll der Hinterwäldler ist. Weil Opa lag im Krankenhaus und hat sich von seinem Insassen das weiß ich noch. Ein Smartphone anbieten lassen. Dann hast du es aber erst nicht wirklich benutzt? Nee, pass auf, er hatte es hier im Krankenhaus und hatte keine Ahnung. Sag, hier, mach mir mal Internet. Und ich hatte ja noch weniger Ahnung. Ich hatte ja nur ein Kitty-Handy. Und ihr hattet ja auch noch überhaupt keine Ahnung gehabt. Ja. Ich sage, ich weiß nicht, wie das alles geht. Und er hatte 1000 Fragen und ich wusste nicht, wie es geht. Und dann war mein Vater irgendwann sowas von durch und hat gesagt, so, hier, nimm das. Hatte der nicht so ein extra Handbuch dafür? Er hatte ein Handbuch dafür, genau. Eine Hülle musste ich dem besorgen. Und er hatte Nokia. Nokia war das, glaube ich. Nein, ne? Sony. War dann Sony? Okay. Und dann lag das aber erstmal so voll ehrfürchtig bei uns zu Hause rum. Ich habe mich nicht alle haben es angeguckt. Was ist das? Genau. Was könnte das sein? Ja, und das ist noch was gar macht man damit? Warte mal, das ist aber auch noch gar nicht so lange her. Wie lange ist das denn jetzt her? Lass mich mal überlegen. Vielleicht so. Aaron hat seins 6. Klasse bekommen.
sechste Klasse. Das heißt so ein halbes, na das länger. Das heißt, er war 12. So mit 11 oder so, als er 11 war oder so muss das gewesen sein, vor 7 Jahren. Und ich hab's kurz davor, habe ich meins bekommen. Ich hatte es noch nicht wirklich lange. Doch. Nein, ich hatte das. Doch, wir hatten da voll lange schon vorher, lag das rum. Und na, das war schon mindestens ein halbes Jahr. Naja, ich sag ja, ein paar Monate ist ein halbes Jahr. Ja, und das ist fast schon wieder ein Jahr. Also ich würde jetzt mal schätzen. Dieses. Ja. Also. 6,5, 7 Jahre. Lass uns auf 7 Jahre einigen. Ja. Ungefähr 7 Jahre ist es gerade mal her, dass ich mein erstes Smartphone hatte. Gerade mal, das ist fast die Hälfte meines Lebens. Ja, deines, aber nicht meines. Ja, aber ich war sehr, sehr spät. Alle meine Freundinnen hatten WhatsApp und immer so, warum hast du das? Ich sag, nee, ich will das nicht. Ich will mein Hello Kitty-Handy und ich bin mit meiner Welt glücklich. Ne? Ich wusste da gar nichts mit anzufangen. Mhm. Und in dem Moment, wo meine Freundin mir dann eröffnet hat, so, wir richten jetzt dein Handy ein, damit eröffnete sich eigentlich unsere digitale Welt, oder? Ja, beziehungsweise bei Aaron, ja, so richtig, ja, stimmt. Aaron war so, der, so ein Startschuss mäßig, weil er sein Handy hatte. Ja, aber das kam ja kurz danach, nachdem ihr habt ja das, ihr wart ja auch total hin und weg, dass ich ein Smartphone hatte. Wir waren voll begeistert. Aber auch als ich mein erstes Handy hatte, das ist so ein Ding, man hat die ganze Zeit nur auf WhatsApp geschrieben. Ja. Man hat nur auf WhatsApp geschrieben. Ja. Wirklich, das war so besonders. Ja, und ich war aber auch so glücklich, dass ich endlich vernetzt war. Ich habe es nie vermisst, wirklich nicht. Ich wusste auch gar nicht, was meine Freundinnen immer wollten, dass die sich beschwert haben, Mensch, du bist überhaupt nicht erreichbar über WhatsApp. Ich sage, ich habe ein Telefon, ruft mich doch an, ne? Was wollt ihr? Ja. Aber in dem Moment, wo ich es hatte, das war geil. Entschuldigung, schon wieder, ne? Das war super. Ja. Das war... Keine Ahnung, meine Schwester, ich komme mit meiner Schwester, die hatte das ja auch schon länger, war mir alles so gar nicht bewusst. Plötzlich war klar, alle hatten es um mich herum, nur ich nicht. Und dann war ich dabei. Ja, und auch einfach das Ding, damals waren noch so die Kettenbriefe auf WhatsApp. Also jeder hat diese Kettenbriefe verschickt. Ja, das war nervig, da gab es die ganze Zeit in den Nachrichten, im Radio und so, im Fernsehen, da sind wieder Kettenbriefe Warnung und sind Betrüger. Und so weiter, genau. Aber sowas ist gar nicht mehr mittlerweile. Aber übrigens, mit meinem ersten Smartphone ist der Begriff Mamiversum entstanden. Mamiversum heißt es aber eigentlich. Ja, genau, und da kommen wir auch zu einem Thema. Aber da hatte ich einfach just for fun bei WhatsApp, da kann man ja irgendwas drunter schreiben, ne, irgendwie. Genau. Keine Ahnung. Und da habe ich Mamiversium genommen, weil ich irgendwie wahrscheinlich dachte, das heißt Universium. Dachte ich ja auch noch vor kurzem. Ne? Also diese Kombi aus Mami und ja, das war zu viel Kinderbrei um mich herum. Ne? Achso, jetzt sind wir es schuld. Nee, aber ich war entweder schwanger oder habe gestillt. Aber es sind schon viele Hormone unterwegs. Keine Ahnung. Nein, weiß ich nicht. War einfach so. Aber da war ganz, ganz lange dieser Name stand auf meinem WhatsApp-Status. Status nicht, aber im Doch, das hieß früher Status, jetzt heißt es Info. Okay, Info. Und als ich dann angefangen habe, Kanäle zu öffnen, habe ich mich an das erinnert und dachte, bam, so heiße ich jetzt. Ja. Und jetzt heiße ich aber nicht mehr Mamiversium, weil das ja grammatikalisch falsch ist. Man hat mir das I geklaut. Jetzt heiße ich Universum. Mamiversum. Bis auf Insta, aber da sind wir ja drin. So ein Ding zum WhatsApp-Status nochmal. Ja, bitte. Das machen doch eigentlich nur noch alte Leute, dass sie etwas in den Status packen, oder? Also ja, wenn du mich als alt bezeichnest, war ja, du, obwohl ich habe ja nicht so viele junge Leute bei mir in den Kontakten drin, ne? Eher so. Ja, aber postest du noch was im WhatsApp-Status? Ich gehe nicht mal auf dieses Feld, das wurde ja irgendwann so. Ja, das ist dieser Kreis jetzt. Mittlerweile siehst du so einen Kreis um das Profilbild. Ich mache es nur noch bei Sachen wie jetzt Geburtstagen. Aber das ist dann wirklich, dass es sowas Persönliches ist. Also ja ganz früher, wo das rauskam, haben wir das auch gemacht, so als Jugendliche. Ja. Da kommt man auch irgendwelche coolen Sachen, aber das war... Ich mache es auch seit ein paar Monaten nicht mehr, wo ich Instagram aktiver nutze. Weil ich denke, wenn sie Fotos sehen wollen, dann können sie mich auch auf Instagram verfolgen. Nee, ich mache es auch wirklich sehr, sehr wenig. Nur noch, wenn ihr Geburtstage habt, weil das schreibe ich dann nicht auf Instagram, sondern das mache ich in den Status. Ja, ist ja was Privates. Ich würde trotzdem was sagen, genau, dann ist es ein ausgewählter Kreis. Aber es ist sehr, sehr wenig geworden. Aber es gibt noch so hartnäckige, ne? Die haben permanent was im Status. Ja, das stimmt. Da wird jede Blume fotografiert. Ja, aber warum nicht? Ich meine, so what? Habe ich auch bis vor kurzem noch gemacht. Jedem der Sinne. Ja, genau. So, hau raus, was willst du noch wissen? Interessante Sache, auch Videorekorder. Ja. Solche Sachen. Also es gab noch sowas wie, also wir hatten sowas überhaupt nicht, auch 100 Jahre lang nicht. Ich glaube, den ersten Videorekorder haben wir bekommen. Da kam meine Schwester mit ihrem Mann um die Ecke,
Weil die haben geheiratet und das Hochzeitsvideo sollten meine Eltern gucken. Und das Problem war, meine Eltern hatten halt keinen Videorekorder. Und dann hat meine Schwester... brauchte man nicht noch voll fette Kassetten? Ja, das waren solche Jumbo-Teile. Solche Kloppen. Wie so ein Taschenbuch, so ein Jumbo-Taschenbuch hier. Ne? Ziegelstein. Genau, richtig. Und und das fanden dann meine Eltern schon toll, dass man sowas Privates sehen kann. Videokassetten selber haben man sie muss nicht mehr ins Kino. Ja, Filme gucken dann nicht. Aber diese privaten Sachen fanden sie toll. Und dann gab es einen Videorekorder. Aber das Blöde war halt immer die Spulerei, ne? Hatte den Vorteil, es blieb immer da stehen, wo man es geguckt hat. Aber man, diese Spulen, das man war musste, so laut. Warte mal. Kann ich was trinken? Ja. Man musste ja zurückspulen, sobald man was fertig geguckt hat, oder? Ja. Ja. Ich muss mal gerade was trinken. Sieht aus, als würdest du gleich umkippen. Ich kriege gleich keinen Ton mehr raus. Keine Ahnung warum. Ich bin gerade total trocken von innen. Hast du beim Telefonieren auch so einen Strohhalm und schlaufst die ganze Zeit? Nee, alles gut. Oh, ja. Das war letztens, war das so peinlich. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Da hatte ich das auch. Da war es so trocken, dass ich so... Das habe ich aber in letzter Zeit auch. Dann huste ich so, dann läuft mir wirklich aus den Augen alles raus. Das ist so unangenehm. Mhm. Und wenn ich nicht sofort was... Genau. Das habe ich aber auch. Ja, hast du das auch? Also, viel in letzter Zeit, wenn ich... ich bin letztens in Köln über die Straße gegangen, als wir zu dem Theater gegangen sind. Ja. Plötzlich... schnell trinken! Und dann meine Güte, was wirklich, ist los? Ja. Oder wenn ich Fahrstunden habe, das ist ja immer eine lange Zeit und muss ab und zu reden. Ja. Irgendwann ist es komplett trocken, der Mund. Jetzt hört mal meine Glucksgeräusche hier. Ja, aber dann habe ich so eine Trockenheit, dass ich so Tränen und so weiter bekomme. Wir sind vielleicht eigentlich Unterwasserlebewesen. Aquamänner. Man weiß mehr es Jungfrauen. Nicht. Naja, auf jeden Fall hatten wir die Videokassetten. Genau, und dann, ich weiß aber noch, wir hatten die aber auch noch sehr, sehr lange hier bei uns. Ach, oder weißt du, was noch spannender ist? Es ist gar nicht so lange her, dass wir einen Flachbildschirm haben, ne? Hier im Fernseher. Aber. Was? Was denn? Das ist, was denn jetzt? Das ist Material für die nächste Folge oder so, eine der nächsten. Nein, wir sind aber sparsam hier. Ne? Ja, wir haben über eine halbe Stunde sind wir wieder am Aufnehmen. Nein. Doch. Das kann jetzt nicht. Echt? Ja. Also wir haben so lange über das Telefonieren geredet, aber es hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Ja, Leute, tut mir leid. Müssen wir. Genau. Ich bin die Uhr nämlich hier. Ich bin die Uhr. Ich habe ab und zu immer so geguckt. Ja, ja, alles gut. Nee, soll ja auch so aber. Sein. Das aber ist super, war das. Aber das heißt ja, wir können noch eine Folge über genau sowas machen. Wobei ich tatsächlich Bock hast du hätte. Gebeuert gerade? Ja. Also, keine Ahnung, es kommt mir alles gerade hin, ist so gut die Kälte und das Wasser. Weiß ich nicht. Die kalten Füße. Ja, mein kalter Fuß. Ich hab ganz kalte Hand hier. Die stirbt ist gleich tot? An. Heiß. Was ja, ja, denn ich jetzt? Bin am Überlegen. Gib den Jungen ein bisschen Zeit. Ist kalt. Ist eingefroren, muss auftauen. Ich denke, das liegt immer am Alter, dass wir was länger brauchen. Aber dich betrifft's auch. Genau. Die nächste Folge, wie so eine Community-Folge machen, wo wir wirklich Fragen beantworten und mal ein bisschen mehr ins private Leben gehen. Und dann können wir immer noch irgendwann eine Folge machen über genau das mit Fernseher, wie war das mit Videokassetten. Ja, also wir müssen ja jetzt nicht direkt alles planen, aber da machen wir auf jeden Fall einen zweiten Teil draus. Und dann hätte ich aber die Bitte an euch, schreibt doch einfach mal was. Auf TikTok, auf Instagram schreibt auf uns Fragen. Auf irgendwelchen Kanälen, aber auch gerne auf unseren einzelnen Kanälen, wenn euch danach ist. Es muss ja nicht auf unserem Podcast-Kanal sein. Und dann machen wir mal ganz viel Privatleben. Ja. Wie ist es eigentlich so? Weißt du, zum Beispiel bin ich nämlich letztens gefragt worden, wie ist das eigentlich, wenn ihr einen Zahnarzttermin habt? Geht ihr in Gruppen? Machst du Einzeltermine oder geht ihr als komplette Gemeinschaft? Das sind alles interessante Fragen. Das würde ich alles gerne euch beantworten, ja? Ja, genau. Also schreibt uns einfach mal Fragen und dann machen wir, in einer Woche sehen wir uns hier wieder und dann... Und wir sammeln das einfach. Dann reden wir mal darüber. Sehr, sehr gerne. Nice. Ja, schade. Welches Outro hast du dir heute überlegt? Was gibt es? Das werden wir sehen in 3, 2, 1. Tschüss. Ciao.